Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind nur ein paar Sprünge weiter als beim letzten Mal, also waren wir auf dem Planet Materialiensammler. Und nun geht's weiter auf der Route Richtung so Bookmark, so eine Sehenswürdigkeit. Unterwegs noch ein paar B-Sterne dran oder gucke, was man sonst noch finde. Genau. Ansonsten gibt's nichts sonderlich Neues. Und das Engine neu was gibt, dass ich ganz schön hinterher hänge in den Filmen, wo ich geguckt habe. Also nehmen wir doch das wieder als Thema. Ach ja, genau, wir sind momentan ziemlich genau auf der Null-Ebene. Und das merkt man momentan auch, weil ja hier ist eine Sache entdeckt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das erinnere soll oder nicht. Wie viele Sprünge hätte man noch? 5. Das lohnt noch nicht immer. Gucken wir mal. Sehr schauen, hier gibt es nichts. Also, ich glaube, ich hatte noch nicht Project Shadow Chaser erwähnt. Das ist auch schon ein paar Tage her. Eigentlich schon ein bisschen älterer Film, so B-Movie-Action-Film. Gibt es auch, glaube ich, 4 Teile. Über so ein Androide, der bricht aus und der stürmt mit seiner Terroristenkollege ein Krankenhaus, weil dort die Tochter vom Präsident drin ist, um diese kidnappen und Lösegeld zu fordern. Und irgendein Architekt von dem Krankenhaus soll aus dem Kältetiefschlaf geholt werden, also im Gefängnis, um Dennis zu helfen, aber die hole den falsche Kerl raus und der muss sich halt irgendwie durchwursteln. Na, hier ist nichts Arches. The Blade Runner. Wow. Methan 3. Mach ein paar Meter. Also die Story ist schon mal nicht die intelligenteste, aber der Film, der war gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ist noch ein bisschen älter. Der kam auch schon oft auf, keine Ahnung, Tele 5 oder so, Granate. Von da war auch meine Quelle. Habe ich mir irgendwann mal aufgenommen und ewig nicht geguckt. der ist gar nicht mal so schlecht, also so für ein B-Movie, es war der Haufe Geschoss, es war unlogisch wie Sau, es war der Haufe Geschoss, es explodiert, es gibt ein paar coole One-Liner. Also der macht durchaus Spaß, der Film, das hat mich gewundert. Und ja, da hatte ich jetzt keine schlechte Zeit damit. Eine positive Überraschung. Dann gab's, ich überlege, Tamara. Also ein bisschen älter, nicht so alt wie Shadow Chaser. Tamara ist so von Nullerjahre, so ein Teenie-Horrorfilm, der ist damals. Ich habe den irgendwie immer übersprungen. Ist halt so das typische Mauerblümchen in der Schule. Ist halt nicht sonderlich berühmt und sowas. Richard Voorhees. Das sind immer terraformierbar, alles komisch. Das typische Mauerblümchen ist auch nicht sonderlich berühmt und wird immer gehänselt, weil es angeblich hässlich ist und in der Schülerzeitung über Sache schreibt, wo sie nicht machen soll. Und sie ist auch heimlich in der Lehrer verknallt und so die typische Coole von der Schule wollte sich halt an ihr rächen. Ihr Streichspiel, der geht halt natürlich furchtbar schief. Richard Voorhees, Jason wird sich im Grab umdrehen. Guck mal hier. Wieso? Ist hier alles gescannt? Verstehe ich nicht. Das doch verstehe ich, weil der ist terraformierbar, aber komisch. Auf jeden Fall geht der Prank geht gut schief und sie stirbt. Allerdings scheint sie doch nicht tot zu sein, weil sie kommt total verwandelt wieder, so als total verführerischer Wampf und nimmt halt einfach nur Rache an denen, die sie umgebrungen haben. Überraschend spaßig der Film, muss ich sagen. Der Anfang, allerdings muss man erst die erste 15 Minuten überstehen. Das ist so total generisch. Das ist halt, wo das halt aufgebaut wird. Wo sie halt dann eine Streichspiele. Und das ist so wie in 128 Millionen andere Slasher. Nur halt nicht sonderlich gut. Aber wenn es dann mal losgeht, wenn sie wieder so verwandelt zurückkommt, dann ist es richtig gut. Hat ein paar schöne Härte, der Film. Der ist auch nicht zu lang. Der geht nur 90 Minuten.
Ein paar nur in sich, das reicht vollkommen aus. Also vor allem mit dem Abdor, wo es richtig losgeht, hatte ich auch richtig Spaß mit dem Film. Ein paar schöne Ideen drin, kann man nichts sagen. Essential ist natürlich wieder, das ist, aber ich glaube, bei so Filmen mit dem Thema gibt es hier mehrere, keine Ahnung, eine wie keine, halt nur in so einem Rom-Com-Bereich. Oder war es eine wie keine? Mit der Rachel Weisz und Jenny Freddy Prinze Jr., glaube ich. Das halt, das ist bei dem, gerade bei Tamara offensichtlich, dass halt dieses angeblich hässliche Mauerblümchen eigentlich auch am Anfang gar nicht hässlich ist, sondern richtig hübsch, halt nur ein bisschen komisch angezogen. Und halt so riese Brille auf, aber das passt halt irgendwie nicht. Weil der mal von dem Aufzug abgesehen sieht man halt, dass die halt echt gut aussieht. Das ist okay, Problem von so Filmen, aber was will ich machen? Dann gab's, oh, Klassiker. City of the Living Dead. In Deutschland besser bekannt unter dem Namen Ein Zombie hing am Glockenseil. Dieser italienische Splatter, nee, keine Ahnung, Horrorfilm, sagen wir einfach so aus der 80er vom Fulci, aus der Italo-Ecke, der halt eh seinen Ruf weg hat. Einer von den berühmten Filme, die damals, der ist immer noch beschlagnahmt, glaube ich. Kann man gar nicht verstehen, wieso. Nee, doch, eigentlich kann man es verstehen, aber nee, eigentlich nicht, halt schon, das ist überholt. Und das war einer von den Filmen, die hatte halt früher super Ruf, da hat man nur von Ehrfurcht drüber geredet, weil, oh, so brutal indiziert und Zombie-Film und hast du nicht gesehen. Ja, also die Effekte sind richtig, richtig gut. Also da gibt es einiges zu sehen. Das ist auch richtig gut gemacht. Ansonsten, der Kerl, der Regisseur, achso, hier ist so ein Tricks, kann halt keine Geschichte erzählen. Er kann es nicht. Vielleicht will er es nicht, aber. Oder er kann es nicht. Ich glaube, dass er es nicht kann. Weil die Story ist so. Die ist prinzipiell gut. Die ist ausreichend. Geht eigentlich prinzipiell darum, dass ein Medium in New York eine Vision hatte, dass irgendwo, keine Ahnung, in so einem kleinen Ort, Dunwich, so Anspielung auf Lovecraft, die Toten aus ihren Gräbern kommen und das Ende der Welt naht. Und im Endeffekt muss halt sie und so Journalist hin, um das zu verhindern. Aber du merkst gar nicht, dass es irgendwie dringend ist. Sie haben sogar genauer da, wenn die Welt untergeht, irgend so Allerheilige, irgend so Feiertag. Scheint Kenner so, Junge, da muss man sich nicht beeilen, da kann man sich Zeit lassen, das ist überhaupt nicht wichtig. Das wird so kompliziert verzählt, dann ist es wieder in New York, wo total uninteressant ist. Es ist total wirr. Und das Schlimme ist, dass hier in dem System nichts ist. Können wir mal weiter. Das Schlimme ist, dass manchmal aus der wirren Szene blitzt so auf, was der Film sehen könnte. Also, weil teilweise ist er schon atmosphärisch, dann auch gepaart mit den Effekten. Der ist nicht ganz schlecht, aber der könnte so viel mehr sein, wenn nicht die Geschichte so absolut abgrundtief schlecht erzählt werden wird. Und das Finale ist auch irgendwie, es gibt ja viele Leute, die loben die Musik bei dem Film, ich fand die nicht gut. Das war Katastrophe, keine Katastrophe, muss ich lüte. Der Titelsieben, die war okay und so. Aber gerade im Finale, da lief dann so, wenn die ganzen Tote halt auferstehen in der Gruft und anfangen zu brennen und was weiß ich, fragt nicht. Da lief halt so ein, keine Ahnung, ich habe das so bezeichnet, Nazgul im Bierzelt. So teilweise düster, aber teilweise happy. Das hat überhaupt nicht gepasst. Also. Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Also der Film, ja, man kann immer gucken, er ist nicht ganz schlecht, aber so richtig gut halt auch nicht. So, wir kommen doch richtig voran. Guck mal, hier an, ey. Gar nicht mehr weit. Ist das? Ja, das ist er, genau.
Aber sie erstmal. Nee, Moment, wieso habe ich hier F-Stern markiert? Ah, nee, genau, stimmt, weil da war KB-Stern. Deshalb habe ich einfach nur so, damit ich grob die Richtung habe, habe ich F-Stern markiert. Deshalb, das ist des Rätsels Lösung. Ich muss mal gerade was gucken. Was war gestern? Nee. Ja, dann fliegen wir doch. Was? Willst du mich verarschen? Okay, gut, das da geht auch aus der Beschreibung hervor. Und dass dieses System nicht so gut zu erreichen ist, aber hier sind noch genug Sterne. Was zur Hölle? Wir sind hier auf der Nullebene. Mach keinen Scheiß. Wie die Tauri-Sterne. Passt doch, bis hierhin geht's noch. Ja, gut, dann. Gut, gucken wir halt. Genau, dann gab es noch einen Film. Noch zwei eigentlich. Dann habe ich noch mal Fort Fairlane geguckt. Original The Adventures of Fort Fairlane. Im Deutschen glaube ich Fort Fairlane Rock'n'Roll Detective. Und wenn ich den Film noch nicht kenne, das ist eine definitive Guck-Empfehlung. Der ist einfach super. Das ist von Rennie Harlan von Anfang der 90er. Und geht über so einen Detektiv. Der ist halt im Rock Business tätig. Er läuft halt so rum wie so Altrocker, so Letterklamotte, Tolle und so. Die Gelehoa. Und der, oh, der Humor ist so geil. Der Robert Englund ist dabei als Bad Guy. Ein paar andere bekannte Namen, die damals so im Showbiz bekannt waren. Morris Day spielt mit, die damalig bekannte Sheila E. Also Prinz Entdeckung. Diverse andere Leute, die man auch kennt, sind dabei. Und der Film ist einfach nur super. Weil der Fort Fairlane ist so richtiger Macho, so richtig chauvinistisches Arschloch, wenn man so will. Aber die Sprüche, wo er ablässt, sind einfach nur klasse. Und ja, er muss halt so einen Mordfall ermitteln und es ist einfach nur Hammer. Zora Band und wo der Leadsänger gestorben ist. Zora völlig abstruse Beerdigung und. Also der Film ist super. Ich habe den jetzt auch, ich habe den schon lang und auch schon oft geguckt. Und ist Fort Fairlane, Rock'n'Roll Detective. Wenn ihr den noch nicht kennt, guckt euch den an. Der ist super. Also ist richtig Komödie und der ist klasse. Also richtig vom Andrew Dice Clay, so Komiker, so teilweise durchaus kontroverser. Aber der Film ist einfach nur auf den Punkt. Der macht einfach so viel Spaß. Wenn er mal sein Sambuca Milchshake trinkt. Das ist nicht schlecht. Nebenrollen sind auch schön besetzt und so. Also richtig guter Film. So, was haben wir hier? Nuklear Foxbat. Das ist nur ein Name. Slava SH. Ja, und der hat die Planet abgeräumt. Ammoniak 3. Argon 2. Nö, will ich jetzt nicht unbedingt. Ich gucke lieber, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und dann, Moment, ich habe noch was geguckt. Was war denn das jetzt nochmal? Fort Fairlane und dann habe ich und dann habe ich und dann habe ich und dann habe ich Moment. Muss gerade mal gucken. Das Kurzzeitgedächtnis ist fantastisch. Ach, hier ist gar nichts los. Und gucken wir mal. Ah, genau. Death Machine. Huiuiui. Das ist auch so ein Film, der schon oft auf den Sparte-Kanälen oder gab. Tele5 oder ich habe hier sogar Aufnahme von Gott, der eine ZDF-Kanal Neo oder so. Da kam der auch mal. Das ist auch so. Hier ist so ein Schnicks, okay.
klassische B-Movie-Action, also wirklich klassische B-Movie-Action von Mitte der 90er, war so ein Rüstungskonzern, der halt, ja, keinen so guten Ruf hat und der hat halt eine neue Chefin oder eine neue Chefin dürfen, denn eine ganze Chefs und die will halt ein bisschen ausmisten und aufräumen. Aber dann wäre da noch so ein verrückter Hauswissenschaftler quasi, der lässt das nicht mit sich machen und hat auch schon diverse andere Chefs gekillt, wenn die nicht das gemacht haben, was er wollte. Und er hat so eine neue Killermaschine entwickelt. Und jetzt an dem Ort, wo der Konflikt so abgeht, kommen auch so ein paar in Anführungszeichen humanitäre Aktivisten in die Breche dort in und wer da auch noch hingezogen, die eigentlich die Firma sprengen wollte, weil es halt eine Militärfirma ist. Und hier ist auch sonst nichts, okay. Cashback. Und der Film, der ist einfach nur zu lang. Der geht fast 2 Stunden und das sind einfach nur 20 zu viel. Wenn nicht sogar 30. Der wäre so als 80 Minuten, maximal 90 wäre der besser. Weil der hat auch schöne Effekte. Es wird viel geschossen und so. Ab und zu explodiert was. Er ist nicht sonderlich intelligent, aber das muss so ein Film auch nicht sein. Also das ist nicht alles schlecht. Und der allergrößte Pluspunkt von dem Film ist der Brad Dourif. Kennt man ja, der bekannte Horrorfilmdarsteller. Der ist okay. Herr der Ringe kennt man und auch aus viel anderer. Also der ist hier wirklich eine Instanz bei so Filmen und was der da ablädt, ist der Hammer. Er spielt natürlich den Bösewicht, aber wie, der ist, dreht total frei. So richtig, man könnte es Overacting nennen, aber es passt einfach zu der Rolle. Es kommt einfach so gut. Also allein deswegen müsste man den Film eigentlich schon gucken, auch wenn er halt zu lang ist. Ja, über Logik muss man bei so einem Film, hier ist auch nichts los, gibt's so nicht. Über Logik muss man bei so einem Film eh nicht sprechen. Da gibt's einiges, wo man sich beschweren könnte. Aber so ganz schlecht ist er nicht. Wenn man Action da ist, ist er gut und zieht sich halt ein bisschen. Da hätte ich halt Bock drauf. Ich hatte den auch vorhin noch nicht gesehen, immer nur aufgenommen, aber nie geguckt. Das habe ich dann doch mal nachgeholt. Genau, das war so mal die grobe Kelle von den Filmen. So kann ich wenigstens ein paar Lichtjahre überbrücken. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon einige überbrückt, das ist schon mal gut. Ja, und jetzt haben wir halt leider Gottes in so einem Bereich, wo halt viel entdeckt ist. Da kommt halt wenig zusammen, aber auf der anderen Seite kommen wir schnell voran. Naja. Und, wir sind nur noch 10.475 Lichtjahre von Sol entfernt, also sind auch da schon ein ganz schönes Stück näher gekommen. Auf jeden Fall. PMC. Nicht so weit weg alles, aber alles schon entdeckt. Na, komm, hier ist ein Haufen Asteroide-Cluster. So, die sind jetzt hier schon mal weg. Nein! Falsch. Oh, der war terraformierbar, aber ich habe auch schon 2 Namen gesehen. Insofern. Ich glaube mir, guckt, dass man echt ganz schnell zu den Bookmarks kommen, dass man die abfliehe. Und dann fliehe man ein neuer Sektor und gucke, dass man da auf irgendeine Route komme, wo wenig beflogen ist. Das ist wahrscheinlich das Bessere, anstatt dass man uns hier so groß rumquäle. Nein, wir waren doch noch gar nicht fertig. Das wäre so momentan der Plan, den ich hätte. Oh, hier gäbe es einiges zu scannen. Oh, alle nil. A1. Nee, Moment. Ach, Schwefeldioxid ist das. Eine Mobiosignale. Dann gäbe es A4, ist terraformierbar.
Betrothus hat sich denn geschnappt. A5 seine Wasserwelt. Ah, die hat Altenl auch geholt. Dann BC1 und 2. Mark Zero. Oh, hier dürft auch jeder Mond im System. Ja, ich denke, das ist so jetzt der Plan. Wir gucken, dass wir da schnell hinkommen. Die Sache, die man abfrühstücken wollt, weil da haben wir auch noch so, kann gleich mal zum Abschluss auf die Karte gehen. Zwei Bookmarks dicht beisammen und dort dazwischen finde ich dann in der Regel auch wenig entdecktes, dass man das irgendwie schnell abfrühstücke und es dann Richtung Krebsnebel mache. Also beziehungsweise so ganz grob. Und dann doch nochmal uns von der Nullebene entfernen, damit nochmal ein bisschen was zusammenkommt. Also, du kannst nur hoffen, dass du mal auf das System kommst, wo halt mal Detailscan vergisst, wo ist. Und das würde ich natürlich mitnehmen, keine Frage. Aber okay, gut, ich meine, das kennt man ja. Kommen wir so näher an Bookmarks ran, dann ist das halt so. Na, ist hier so nett. Yep, war auch schon entdeckt. Na, dann haben wir hier wohl noch einen Gasplanet und Monde. So. Ja, okay. Das ist furchtbar mit dem. Ja, das ist die Wasserwelt. Arcplate hat uns den Detailscan vor der Nase weggeschnappt. Oh, nächster Sprung, sehr schön, dann sind wir schon in dem F-Stern. Passt doch. Ach genau, die Karte wollten wir zum Abschluss noch angucken. Machen wir auch noch. Zu viel entdeckt. Wir gucken nur mal ganz grob drüber, was wir hier haben. Eine Wasserwelt haben wir zum Beispiel hier. Okay. Nein, da wollte man gar nicht hin. Erforscht Martin Yates. Wo sind die Wasserwelt? Hier. Ja, ist auch schon zuerst erfasst. Gut, da brauchen wir jetzt auch gar keine Hoffnung zu machen. Insofern scanne ich das jetzt noch. Dann haben wir noch, wie gesagt, diese 200 Lichtjahre da. Da. Ich glaube, hier wollen wir hin. Hier ist es, glaube ich. Das war auch nur was, was ich markiert habe. Auf dem Weg. Hier wollen wir, glaube ich, hin. Da sieht man es eventuell beim nächsten Mal, wenn es ganz gut geht. Wie gesagt, hier sehen wir schon hier mal hier direkt was beisammen. Das ist, glaube ich, Kristallcluster. Das andere ist irgendeine Sehenswürdigkeit. Und die, da ist nicht viel zusammen. Dann gucken wir das mal. Oh Gott, das ist ja auch nie weit dann. Oh, hier ist die Station. Hier ist
Hier ist irgendwas. Also wenn ich sagen, frühstücke mal das Tor wahrscheinlich schnell ab. Was ist denn da? Ach nee, das sind die Siedlungen. Ja, Plan wäre es, halt möglichst schnell da anders zu kommen. Dann hier hin. Hier könnte man eventuell noch ein bisschen Glück haben, was finde, aber hier könnte auch wenig Sterne sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann arbeiten wir uns hierhin vor, können nochmal alles abgeben, Station mal nachher mal echte gucken und dann hier können wir uns dann, ach das ist, ach schon wieder ein Nebel. Also mal gucken. Auf jeden Fall hier in dem Bereich sollte man noch einiges für uns finden, denke ich doch mal. Genau. Und dann kommt da auch wieder das Große immer näher. Aber das sind noch ein paar Tage bis hin. Insofern haben wir noch gar kein Bild für das Thumbnail. Das ist ganz schlecht. Wir haben nicht dran gedacht. Furchtbar. Insofern wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye bye.